Heute will ich mal über ein Konzept reden, was so manche Chemieschüler etwas verwirrt, zumindest in manchen Klassen. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich so eines der einfachsten Konzepte in der Chemie, und zwar das Mol. Und ich rede hier quasi jetzt nicht über Mole am Wasser oder über Molitiere. Mol in der Chemie ist einfach eine Zahl. Und die Zahl ist 6,02 mal 10 hoch 23. Also eine riesengroße Zahl, und diese Zahl heißt auch Avogadro-Zahl. Avogadros Zahl ist es. Und das ist alles, was ihr wissen müsst. Mol ist einfach eine Zahl, das ist einfach eine Definition. Und ich habe mal von Wikipedia die Definition euch mal mitgebracht. Das ist die Definition. Und am Ende wirst du sehen, dass dieses Konzept eigentlich, es ist nicht ganz einfach, aber ich will es versuchen, euch möglichst einfach beizubringen. Also, es geht um elementare Einheiten. Wie viele elementare Einheiten sind in 12 Gramm von Kohlenstoff 12 drin? Ich habe euch ja gerade gesagt, ein Mol ist 6,02 mal 10 hoch 23. Wenn du jetzt mal nur den letzten Teil nimmst, es geht also um Atome in 12 Gramm Kohlenstoff. Also, ein Mol von Kohlenstoff von C12, ich schreibe es mal so hin. Also ein Mol von Kohlenstoff 12 Atomen sind in 12 Gramm Kohlenstoff. Kohlenstoff. Gut. Und deswegen ist ein Mol auch sehr sinnvoll. Statt ein Mol, ich kann das jetzt durchstreichen und kann genauso schreiben, das ist 6,02 mal 10 hoch 23 Kohlenstoffatome in 12 Gramm Kohlenstoff. Und was bedeutet das eigentlich noch für uns? Ja, also ich fand eigentlich diese Definition in Wikipedia nicht so gut. Was heißt das eigentlich? Diese Definition, was heißt die eigentlich? Wie können wir das in der Praxis anwenden? Ihr müsst euch das so vorstellen: Mit einem Mol kann ich eine Umrechnung machen zwischen Gramm und der atomaren und der, ja, der atomaren Welt letztendlich. Also die Masse von Kohlenstoff ist ja 12. Die atomare Masseneinheit von C12 ist 12. Wenn du jetzt ein Mol hast, dann hast du eben 6,02 mal 10 hoch 23 atomare Masseneinheit, und das entspricht dann letztendlich 12 Gramm. Ich kann es also auch nochmal so darstellen: Ein Gramm entspricht einem Mol der atomaren Masseneinheit. Oder ein Gramm ist gleich 6,02 mal 10 hoch 23 atomare Masseneinheiten. Warum ist das so sinnvoll? Und das haben die auch hier in der Definition gezeigt. Es übersetzt dir die atomare Masseneinheit aus der atomaren Welt in Gramm, also in Gewicht. Es ist sozusagen der Übersetzer zwischen unserer atomaren Welt und dem Gramm, die wir so im Alltag kennen. Ihr wisst ja, ein Gramm ist ziemlich wenig, das ist also ein Tausendstel Kilogramm, und das ist also ein Fünfhundertstel Pfund oder ein Tausendstel Gramm, und da sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Atome letztendlich drin, in einem Gramm alleine. Und jetzt in 12 Gramm Kohlenstoff ist natürlich nochmal viel, viel, viel mehr. Und vielleicht hätte ich darüber schon etwas früher reden sollen. Diese riesige Masse an Atomen ist eigentlich kaum noch darzustellen. Und nur so als Beispiel für euch: Wir nehmen hier mal ein H, das ist der Durchmesser eines Hs. Und also im Querdurchmesser ist 1 Million Atome da drin. Oder wenn du dir jetzt mal einen Apfel vorstellst, das ist ein Apfel, und jetzt pickst du dir da ein Atom von dem Apfel heraus. Du nimmst dir also ein Atom von dem Apfel heraus
Und wenn du das jetzt vergrößerst auf die Größe des Apfels, dann wäre der Apfel so groß wie die ganze Erde. Also ein Apfelatom zum Apfel verhält sich wie ein Apfel zur ganzen Erde. Hast du eine Vorstellung ungefähr davon, wie klein und wie leicht auch ein Atom ist? Und also in einem Gramm, nehmen wir mal beispielsweise ein Gramm von Wasserstoff. Ein Gramm Wasserstoff. Ein Gramm Wasserstoff. Wenn du also ein Gramm Wasserstoff hast, dann heißt es, du hast ein Mol. Du hast ein Mol Wasserstoff. Woher weiß ich das? Weil die atomare Masseneinheit von Wasserstoff einfach 1 ist. Jetzt nehmen wir also irgendein Element her. Was ist beispielsweise die atomare Masseneinheit von Aluminium? Ein Mol Aluminium. Nämlich also 6,02 mal 10 hoch 23 Aluminiumatome. Wie hoch ist da die Masse? Wie hoch ist die Masse? Also Aluminium hat ja 13 Protonen. Hier macht der Kahn jetzt gerade einen Fehler. Mal 6. Jetzt hat er seinen Fehler gemerkt. Und also ich nehme ein Mol. Ich nehme also wieder ein Mol. Und dann schaue ich mir die Massenzahl an. Also nochmal, wir haben es mit Aluminium zu tun. Aluminium 27. Ein Mol vom Aluminium 27 hat 27 Gramm. Also wenn du ein Mol eines Atoms hast, kannst du direkt umrechnen zwischen der atomaren Masseneinheit und den Gramm. Ein Mol Eisen, Eisen 56, da gibt es schon einige Isotope, also ein Mol Eisen, Fe. Und nehmen wir mal das Eisen 56, das ist ein Isotop. Ein Mol von Eisen 56, ein Mol von diesem Atom hat eine Masse von, na, wisst ihr schon? Jawohl, 56 Gramm. 56 Gramm sind da drin, okay? Wie viele atomare Masseneinheiten sind es? Sind 56. 56 atomare Masseneinheiten pro Atom. Wenn du ein Mol davon hast, dann sind es 6,02 mal 10 hoch 23 mal 56. Und wenn du das jetzt teilst, dann kommst du am Ende mit 56 Gramm raus. Wenn du die Massenzahl kennst, beispielsweise vom Silikon hier, hier, also hier geht es ja um Gramm, ein Mol hat 28, und wie viel hat 2 Mol? 2 Mol von Silikon. Die atomare Masseneinheit war 28, also 2 Mol von Silikon 28. Ein Mol hätte 28 Gramm und 2 Mol hat 56 Gramm. Okay. Ich könnte jetzt auch sagen, oder nehmen wir mal 4 Mol von Sauerstoff hat eine Masseneinheit von 16. Wie ist die Masse von dieser Menge von Atomen? Wie schwer wären die? Das wäre 4 mal ein Mol. Ein Mol hat 16 Gramm, also haben 4 Mol 64 Gramm. 4 Mol Sauerstoff wiegen 64 Gramm. Am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, wenn du das Mol da siehst, aber du stellst dir einfach vor, es ist einfach eine Zahl, die übersetzt dir einfach in die Menge von Atomen. Und dann hast du die Gramm. Also ich habe 6,02 mal 10 hoch 23 Atome in 12 Gramm Kohlenstoff, wenn ich diesen Kohlenstoff 12 habe. Das ist eigentlich alles, was ein Mol bedeutet. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, dass du da ein Verständnis dafür hast. Wenn wir über Hitze reden, über Energie oder Kilojoule pro Mol und alle diese Sachen, die wir dann in den Reaktionen brauchen. Und ich wollte euch das heute einfach nochmal zeigen, was das Mol ist. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.